Hallihallo, Grobi hier. Heute spielen wir wieder Phasmophobia. Hatten wir noch ein paar Tage mal Ruhe gehabt. Wollen wir uns mal ein bisschen erholen von den Niederlagen, die wir immer wieder erleben hier. Mit von der Partie ist unsere Dana und unser David Rostock. Und schaut doch mal bei ihnen hinein. Dann wollen wir mal sehen. Bin mal gespannt, wie wir heute sind. Lasst mich mal überraschen. Achso, ja, ich hoffe, ihr hört mich gut und ich hoffe, ihr seht mich gut. Der ist natürlich für euch. Na, wollen wir weitersehen. Wo ist denn jetzt schon wieder meine Maus hier? Ja, Einmal, wieso? zweimal. So, dann nehmen wir doch glatt auf. Dann gehen wir jetzt wieder hier rüber. Mehr Spieler. Ja. So, und da haben wir ja auch schon die Nummer. Beitreten. So. Ach, dann, weißt du, das ist schon wieder diese Einkaufereihe. Das müssten sie ändern. Ja, ich komme ja zu nichts. Ich komme nie an meine 3000. Ach so. Damit ich hier Das meinst du? mal was aktivieren kann, weißt Da jetzt ein komischen. du? So, Kruzifix. Mach ich mal zwei. Machen wir mal zwei Kopfausrüstung. Räucherwerk. Machen wir auch mal zwei. Parabol reicht einer. Salz machen wir zwei. Allsensor machen wir auch mal zwei. Stativ machen wir auch zwei. Sanity machen wir alle vier. Rückkehrapparat habt ihr ja schon reingemacht. Bewegungssensor mache ich auch zwei. Zünder zwei, ja. Nochmal drei, weil ihr habt Feuerlicht zwei, vier. Videokamera. Hatten wir da was Neues? Nee, ne? Ne, 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 ne. Aber Buch. Fortgeschritten. Buch. Oh, die gute alte Technik von Firma. EMF-Messgerät, hast du denn das Neuere drin? Natürlich. Was war denn das andere? Ah, du wolltest das Telefon, wolltest du haben, ne? Neu. Das habe ich ja schon Ach jetzt. so, das hast du schon rein, ja. Schon drin, ja. Alles klar, ja gut. Dann habe ich jetzt auch das drin. Wie gesagt, jetzt werdet ihr erleben, wie gut, wir sind heute. Oder auch nicht. Dann nimmst du auf? Weiß ich nicht. Das werde ich ja. Ja, da, warte mal, ich habe doch. Mein Gott. Da werden wir gleich sehen. Warte mal. Gleich hörst du dich Ja, dann meinst du? doppelt. Ja, ich meine, ich gehe da mal auf YouTube über mein Handy. Phasmophobia. Eine Runde Phasmophobia. Der David, zwei aktive Zuschauer. Dann machen wir mal lauter, damit er sich auch hört. Wieso hört denn der sich nicht? So, Livestream. Phasmophobia, Nicht eine Runde vergessen, du bist Standard Phasmophobia, für David, diesen zwei aktive Kanal. Hä? Zuschauer. Sollen wir mal Nicht lauter, damit vergessen, er du sich bist auch hört? Standard-Moderator für diesen Kanal. Ab sofort kannst du mit diesem langsamen Natürlich. Sharen helfen. Soll ich machen? So, Ja, mach mal mein Herz. Livestream. Das ist Standard. Was mache ich denn da für einen Schatz? Emma, was ist denn hier los? Was er da macht. So, Oh, ja. Ist das wieder ein... Hallo an alle. Ah gut, das ist drinne. Machen wir das mal, setzen wir das mal hin. Ich habe so viele Sachen für das Handy hier. Könnte ich doch eigentlich mal benutzen. Ich hab doch. Oh. Fürs Handy. Ah, hier so ein Stativ für das Handy. Gott, jetzt ist alles irgendwie alles im. Nee, das war das nicht. Oh, aua. Ah. Aua. Ah. Ah, da ist es. Da haben wir doch schon. Kriegt er gar nicht mit, ne? Kriegt er gar nicht mit, weil er dumm ist und alt. Was ist denn? Ich kriege hier ja nichts mit. Nee, kriegst du auch nicht, also irgendwie. Ja, warte, ich muss erstmal hier alle. Ich hätte gar nicht erst aufnehmen sollen jetzt immer. Aufnehmen? So, jetzt haben wir es aber. Leute, jetzt muss ich erstmal hier. Ach, jetzt sehe ich das.
Was ist das denn? Wie hast du das denn gemacht? Verrate ich dir nicht, wie ich das mache. Ja, ich selber mache das eh nicht, aber trotzdem, das ist lustig. Ah, Gott, bis ich das alles hier wieder fertig habe, ey. So, aber ich mache wieder den hier. So, dann kann ich das auch direkt sehen, was der für Mist baut. Oh, jetzt hat er das doch gemacht. Wie hast du das denn gemacht? Die ganzen Augen und so weiter. Ein Bärchen. Ja, Leute, ich guck mir gerade über mein Handy den Quatsch an, den der David Rostock da gerade macht. Ihr könnt ja auch gerne bei ihm mal reinschauen, dann seht ihr den Quatsch live. Was macht er denn jetzt? Was ist das denn? So, los geht's. Ich kann mich nicht bewegen. Wieso kann ich mich nicht bewegen? Die veräppeln wir heute mal wieder schön, ne? Ach so, der ist ja am Laden. Ich sehe das ja nicht, weil so eine Quatschscheibe vor meinem Gesicht ist. Ich bin schon im LKW. Ich auch. Aber wieso sehe ich das denn hier nicht? Hast du wieder Verzögerung? Theoretisch habe ich eigentlich das letzte Mal eingestellt, dass das eine... Jetzt lädt er erst. So, jetzt sind wir im LKW drin. Und dass das eine Nuller-Verzögerung ist. Aber sowas von Verzögerung. Ich sehe hier keinen. Ich sehe, jetzt gehst du zum... Jetzt drehst du deine Runde. Jetzt komme ich gerade erst rein. Ja, aber das kann ich ja jetzt nicht verändern. Ja, das ist ja egal. Lass das doch. Brauchen wir nicht. Also, was müssen wir eigentlich machen? Stelle die Anwesenheit eines Geistes anhand eines Bewegungssensors fest. Erreiche einen durchschnittlichen Sanity von 25 Kilometer. Entkomme den Geist während einer Jagd. Ja. No. Ah, muss ich kurz mal was machen. Bisschen leiser hier. So. Weiter. Ja, gut. Das habe ich immer mitgenommen. Futterbrat und meine Dackelschnappe. Eiern wir mal los. Dann wollen wir doch mal sehen, wie gut wir heute sind. Oh, ich hab gar keine. Was hast du jetzt schon wieder nicht? Ich brauche keine Taschenlampe. Ist ja hell genug, ja. Ja, nimm Taschenlampe. Also machen wir es gar nicht. Ich habe mir sagen lassen, man kann den jetzt auch über Buch gucken, wie er heißt und was ich reagiert auf Einzelpersonen und Joseph Huntley. Joseph Huntley. Du musst auf Überblick gehen bei Buch. Wenn du Buch wählst, Überblick und dann siehst du alles, was du machen musst hier. Joseph reagiert auf Einzelpersonen. Also Einzelpersonen. Müssen wir trotzdem erstmal finden, ne? Erstmal gucken, wo er zuckt. Wenn er sich dann irgendwann mal bemerkbar macht. Ne? Ja. Warte mal, sag nochmal was, David. Was denn? Ja, du sollst mal sagen. Bla 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 bla. So. Mein Headset ist ja so, dass ich den Chat so leiser machen kann und das Spiel lauter machen kann. War ich zu leise, oder was? Nee, du warst zu laut. So, zu laut. Nee, ich habe ja das Headset, weißt du, wo du da einstellen kannst, Chat und das Game, ja. Game. Und ich habe bei Game habe ich ein bisschen leiser gehabt und Chat war zu laut. Ach so. Nee, du kommst sonst gut rein. Lass mal so, veränder bloß nichts. Ich verändere hier nichts. Das ist schön. Das ist mal was ganz Tolles. Der hört auch mal auf mich. Ha! Seltenheit, was ist das denn hier? Hallo, ich bin hier der Stromableser. Okay. Nur ich weiß nicht, warum ich einen Dot-Projektor mitgenommen habe. Ich wollte eigentlich die Taschen haben. So. Gib uns ein Zeichen. Ist ja so schon dunkel genug, ne? Ja. Ja. Ah, hier ist der Stromkasten. Mit dem Splitter mal hier durchfahren schön. So, jetzt haben wir wieder, jetzt haben wir Strom. So. Gib uns ein Zeichen. Welches Zeichen? Also, oh je, hier ist der Knochen. Hier haben wir. Was haben wir denn da? Was ist denn das? Becken. Ja, machen wir doch mal glatt ein Foto und nehmen das doch glatt mit. Aber dann tut sich hier nichts. Keller. Jetzt, ich habe schon wieder das Problem, dieses Streamlicht da, also das Streamlicht hier direkt vor mir und rechts, der nicht, aber vor mir, der knallt mir so was von im Maul. Oder irgendwie mal eine Abdeckung machen oder so. Keine Ahnung. Raffi, bin leider im Garten. Alles klar, Raffi. Dann trotzdem viele Grüße.
Kein EMF, kein Orb. Bisschen. Ja, Licht mal ausmachen hier. Okay, hier ist auch nichts. Keine. Wo bist du? Garage hat er gerade Hub gemacht. Ja, Garage war das, weil ich habe das hier, ja. Ich habe hier einen Dreier gehabt. Nö, ist hier in der Garage. Oh ja, volle fünf, Leute. Beweis, EMF 5. Dann gehe ich nochmal. Hast du mal irgendwie ein Foto gehabt oder so? Hat er hier eine Tür angerührt? Nö. Die war doch gerade zu. Hast du zugemacht oder was? Die hat er zugeklatscht. Dann geh mal weg mit deinen Armen. Ja. Da haben wir ja Glück, dass wir dann doch noch was mit Fingerabdrücken haben. Ich gerade mal wieder einen Grafikfehler hier. EMF 5 habt ihr, ja? Naja. Fotos. Nee, nur Knochen. Sonst habe ich noch nichts. Kamera hast du da, dann hole ich jetzt dort. Ja, ich muss ein Stativ dann holen. Ach so, soll ich dir mitbringen oder was? Nö, ich kann ja rauskommen. Okay. Weil EMF brauche ich ja nicht mehr. Das hat sich ja erledigt. Ich werde ja die Kamera direkt aufs Stativ packen hier. Lass mal hier nochmal abwägen, dass ich nicht bewegen darf. Also. Geisterbox mit. Kamera. Sag mal, Fotoapparat mal kurz hier. Ich hole mir hier einen Bewegungsmelder. In die Garage. La Garage. So, dann machen wir nochmal die Kamera eben. Hier hin. Hier schön weit auf. So. Temperatur ist hier keine Veränderung, oder wie? So. Ein Grad. Reagiert auf Einzelpersonen, war das, ne? Ja, ja. Wo bist du? So, ich bin rausgegangen. Aber Dana geistert hier noch rum. Guckt durch den Monitor. Bewegungssensor ist. Ne, da ist einer von euch durchgegangen. Ah, die Tür geht zu. Naja, er ist hier in der Garage. War er nicht? Bist du hier? Nö, er hat nur Hey gemacht. Hast du Ultra dabei? Nö. Wieso haben wir denn kein Kannst Ultra? Kannst du reden? Hatten wir keinen modernen Ultra? Nö. Nee. Jetzt handelt er. Jetzt holt er sie. Jetzt holt er mich, glaube ich. Ich sehe nichts. Hör ich auch nicht, die Tür ist ja. Zu. Bin ich direkt in die Arme gelaufen. Jetzt hat er Anwesenheit Geist anhand des Bewegungssensors ist er durchgegangen. Ja. 40, 44. Dann kommt ein Geist während an der Jagd. Ich bin ihm direkt in die Arme gelaufen. Ich dachte andersrum. Ja, die Tür ist zu, das ist scheiße. Jo. Mach die auf. Ja. Schreib ins Buch. Du hast Mund, Dana. Ja, ich guck gleich. Ja, da vertraue ich nochmal das Telefon. Gefriertemperatur? Ja, danke. Er kommt angewatschelt, rennt hinterher. Nee, doch nicht. Also derjenige, der in den Keller gelaufen ist, der ist. Dann ist denn jetzt, ne? Vor allem Grobi geht in den Keller und er läuft stumpf dran vorbei, der Geist. Das ist auch gut. Foto von Dana gemacht.
Kobi, hast mitgekriegt, ne? Ja, du bist tot. Nein, Gefriertemperatur. War Gefrier? Ja. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Ja. Weil dann der Geist kam, danke. Den Shade ohne Zwillinge. Zwillinge wird schon mal nicht sein, also Shade, nee. Jin, Shade oder Uni. Interaktion, Knochen, Leiche. Ich gehe da nicht mal rein. Alleine ist scheiße. Warte mal, der ist doch jetzt weg. Der ist ja keiner da. Jetzt kann ich ja mal gucken, ob ein Dot kommt. Oh, wir haben beide, ja, durchschnittlich haben wir auch geschafft. Wenn man Dot nimmt, wäre es ein Oni. Ob. Ja, Dot, guck mal, wie schön der am Auto lang geht. Richtig schön Dot habe ich. Dann ist es ein Oni. Wunderbar, gut, da brauche ich da nicht mal rein. Gott, der ist wie, also als wenn das der Besitzer vom Auto ist, geht genau zur Fahrerseite und bleibt an der Fahrerseite stehen und dann war er wieder weg. Richtig schön Dot war das. Wunderbar. Ein Oni. Gut, dass ich das aufgenommen habe, kannst du das später sehen. Ja, wenigstens etwas. Habt ihr. In dem Moment habe ich nämlich gerade das Buch geguckt. Okay. Und habt ihr alles drin? Ja. So richtig schön dicken Dot. Du weißt ja, wie so ein Spaziergänger. Die Arme so lässig so lang zum Auto ran. Das war richtig gut jetzt. Also das war eindeutig fetten Dot. Ja, das ist Oni. Oni. Was habe ich für ein Glück. Seht ihr die Schweißperlen, die da hier gerade runterlaufen? Wow, da war gut. Ein, zwei. Ach, nö. Ne. Ja, schön. Was denn? Da war irgendwie... Ich weiß nicht warum, aber mein Mikrofon war gestummt in OBS. Nö, du bist... Achso, in OBS. Nee, ich habe wohl irgendwie zwischendurch, habe ich wohl... Das versehentlich gemutet, das Mikrofon. Das kann passieren, ja. Aber sagt auch keiner was, ne? Ich hab ja hier keinen Ton, ich muss den ja zumachen hier. Ja, ja. Weil ich habe ja hier so ein... Sind ja vier, die da zuschauen. So ein Stativ mit Lampe. Kann man die Lampe anmachen? So, ich warte mal. Hoffe ich mal, dass es nicht zu lange aufhört. Ich habe es ja jetzt gerade erst gesehen. Ah, hier muss ich sie anmachen. Dass da was falsch ist. Ach, guck mal. So geht das. So, Eck fehlt. Guck mal, da kann man Lampe anmachen und wieder ausmachen. Mein Ständer für mein Handy. Sogar mit Fernbedienung, ich werde wahnsinnig. Das sehe ich jetzt erst gerade. Weißt du? Da kann man eine Fernbedienung an mein Stativ hier. Handstativ. Nicht schlecht. So, wir brauchen ja noch mehr Material. Ne? Was schreibt denn da? 28, ab Level 29 könnte ich den neuen Dot-Projektor. Ach so. Das reicht ja noch nicht. Das gucken wir uns nachher an. Kriegen wir das jetzt weg? Ich kann ja auch nichts ausgeben, weil ich brauche das Geld ja. Was ich denn jetzt schon wieder hier gemacht? So, jetzt habe ich das wieder drin. Okay, ja, das muss ich auch noch reingucken hier. Ja, das ist Dot-Projektor Nummer 2, das ist klar. Kann ich denn jetzt schon mal... Nee, ich habe keine 3000, ich muss 3000 haben. Ja, deswegen gebe ich kein Geld aus jetzt. Ja, schau nicht. Wenn ich den Level 29 werde, dann... Ja. Kruzifix machen wir wieder 2 Stück. Kopfausrüstung machen wir auch 2. Räucherwerk machen wir auch 2. Parabol machen wir 1. Salz machen wir 2. Schallsensor brauchen wir auch nur 1. Stativ machen wir 2. Sanity hast diesmal Dana voll gemacht.
Fotoapparat, Dana, kannst du rausnehmen. Du hast das alte System da vom Fotoapparat. Nimm das mal raus. Weil zwei reichen beim Dings. Bewegungssensor. Okay. Zünder haben wir auch drin. Feuerlicht ist auch okay. Kamera machen wir zwei. Thermometer ist auch okay. Das Buch. Achso, da ist schon eins drin. EMF ist auch drin, das moderne. Ja, ich würde mal sagen, das reicht. Oh, bereit. Du? Ja, ich denke mal. Dann kannst du losgehen. Initialisieren wir jetzt das mal. Das Tipp: das Rennen nicht gehen. Immer die beste. Rennen ist nicht immer die beste Option. Was soll ich denn sonst machen? Wir können immer direkt schon lesen, was los ist, weil danach braucht er immer so lange. Stelle die Anwesenheit eines Geistes anhand einer Bewegungssensor fest. Schon wieder. Zeichne ein Parabolgeräusch mit dem Parabolmikrofon auf. Werde Zeuge eines Geisterereignisses. Ja, dann nehmen wir wieder den hier. Standardsachen. Den hier. Den hier. Den hier. Und Angriff. Ich hab hier schon Mund, ne? Jo. So, Mama. Moin. Hast du den Schlüssel gerade genommen jetzt hier? Nö. Okay. Dann gehen wir hier mal weiter. Nee. Oh, guck mal, die Tür stand schon wieder halb auf hier. Warum auch immer. Hier, da, dort. Nee, hier. Wir sind wieder in der Garage. Mhm. Ja. Oder aufmachen? Nee. Gib uns ein Zeichen. Oder so. Da ich natürlich wieder nicht drauf geachtet, wo der Stromkasten ist. Ja, wo wohl? Unten im Keller. Ich bin ja im Keller, aber wo? Auf der rechten Seite. Zwischen den Regalen, rechte Seite. Rechte Seite. Wenn du das weißt, warum machst du dir denn nicht an? Du bist doch im Keller. Ist doch an. Ach so, ist ja an. Dann sag doch, du boah, sagst aber auch nichts, ne? Nö. Weil du bist mir entgegengekommen. Ja, deswegen sage ich ja, wenn du das weißt, dann mach das doch an. Aber, ne? Ist schon eine fiese Map, weißt du das? Orb Kinderzimmer oben rechts. Oh. Orb ist oben rechts. Oh, das ist Schlüsselloch. Ja gut, oben Kinderzimmer rechts. Kamera dahin. Echter Box hier hin. Aber kein Knochen. Ein Orbi, ein Orbi, ein Orbi. Achso, und Orb muss ich auch noch eingeben. Beweis Orb. Dann nehmen wir den noch mit und ein Stativ. Aber nicht scrollen, sonst ist das Stativ wieder weg. Mhm. Strom ist aber wieder aus, ne? Jo, dann mag er keinen Strom. RCS Strom. Ja. Kamera drauf. Wo stellen wir die Kamera hinten? Hier? Hier, so. Hier, so würde ich sagen. Hier die Kamera. Doch die dahin. Huch. Weich. Bist du hier? Kein EMF, ne? So, hier. EMF hier draußen im Flur. Wieso raus hier? Zweier. Jetzt ist er wieder weg. Warte mal, vielleicht ist er wieder hier reingehen. Wanderer. Ja. Oder Zwilling. Oder Zwilling. Wo bist du? Was war das denn? Hey, hat er gemacht. Hey.
Kann doch nicht einfach hey sagen. Wenn du schreiben kannst, schreib ins Buch. Oder rede mit uns. Kannst du auch sein lassen. Ich hasse diese Geisterbox, ne? Ja, ich weiß nicht, entweder stimmt mit den Dingen da was nicht, aber das ist so problematisch mit dem Teil. Oder die kriegen das irgendwie nicht richtig hin. Bist du hier? Also ich habe hier einen Mund. Thermometer liegt oben auf dem Schrank. Mhm. Ja, scheint ein großer Geist zu sein, weil er den Bewegungsmelder ausgelöst hat da oben. Temperaturmäßig ist es irgendwo ein Knochen, im Plusbereich. La 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 la. Bist du hier in diesem Raum? Also beim Keller waren wir ja schon. Machen wir mal aus hier. Sprich mit mir und löse dich den Bewegungsmelder aus. Ah, hier ist der Knochen. Tür hat er auf jeden Fall angedatscht. Ach so. Ja. Vielleicht, ach so, jetzt mit der scheiß Thermometer auch noch mit. Nee. Ach komm. Weiß nicht, wo er ist. Ich laufe einfach rückwärts. Und wen hat er erwischt? Dana wieder, ne? Dana. Wo liegst du denn, Dana? Ich stehe in der Ecke. Geh mal weg, Foto machen. Wunderbar. Aber kein EMF, ne? Ne, ich wollte gerade UV holen. UV. UV. Oh Gott, haben wir keine neue UV-Lampe? Oh, guck mal hier. Zeichne ein Parabol. Ich mach mal Parabolgeräusche hier. Wo ist denn das Ding? Das liegt oben. Ach, liegt auch noch oben. Das habe ich gerade ausprobiert. Hattest du ein Buch dabei oder so? Ja, ja, Licht. Buch liegt auf dem Bett. Oh, jetzt hier. EMF. EMF 5. Ja. 5er EMF. Ein Obake oder Rayu? Wir 5er EMF, sehr aktiv. Ja. Betätigt sehr stark gerade elektromagnetische Geräte. Mhm. Den Lichtschalter betätigt. Erhandelt. Ja. Aber dann woanders, wa? Hier im Raum ist er nicht. Schnell Tür zu. Ich bin nicht da. 10 aktiv, komplett. Ach so. Das ist ja kein An. Jetzt wieder 5. Jetzt handelt er. 10. Nee, er macht schon mal zu. Er geht auf. Ah, der ist da gerade bei dir gewesen, der David. Der ist rausgegangen. Aber er handelt noch. Zum Glück weiß er nicht, dass ich im Schrank bin. Aber der Dot ist blöd. Der müsste ein bisschen mehr rechts rüber. Ist wieder null. Nimm mal der Parabol. Das ist da irgendwo. Ja, wollte ich ja gerade. Also, ich wollte nochmal Temperatur gucken, aber es ist so ein Grad so. Aber warte mal, ich guck mal, Rayu. Rayu, Beweisgeister, Rayu. Mal ein bisschen. Stärke, ein Rayu kann elektrische Geräte in der Nähe Strom entziehen, wodurch er sich schneller bewegen kann. Schwäche, Rayu stören ständig elektrische Geräte, sodass sie bei Angriff leichter aufzuspüren sind. Du hast ja was von Elektro gesagt, ne? Ja, EMF5, Geisterorb und Dot. Man müsste das Dot ein bisschen ändern. Das müsste weg vom Fenster. Zum Schrank hin, wo du gerade drinnen warst. Da müsste der Dot hin. Also der Strahl. Der zeigt jetzt nur das Fenster hier. Also der andere war... ein Obake. Geister Obake. Oh, da haben wir ihn ja. Der ja, nicht klar. Bei der Interaktion mit der Umgebung hinterlässt ein Obake selten eine Spur. Schwäche, manchmal verwandelt sich der Geist in hinterlässige einzigartige Spuren. Das ist kein Obake. Als wenn er jetzt gerade im Bad gespawnt ist. Bayo ist das.
Ich war am Bad gewesen. Ja. Hab dann EMF, also hier Quatsch Dings gehabt. Oh, Robi, du bist hier alleine. Ja, no. Ich weiß doch nicht, ich nehme Obake. Das kann nur der Obake sein. Was hat der Obake? Dort, Geisterorb und EMF 5. Nee. Doch. Dort ist bei mir nicht. Doch. Bei dort kommt bei mir ein Reihbuch raus. Ja, bei mir. Ah, meine ich doch. Wie komme ich denn auf Obake? Warte mal. Nee, Obake. Ja, warte, dann habe ich mich vertan. Ultra, so war das. Obake, EMF 5, Ultra und Geisterorb. Ryukan elektrische Geräte in der Nähe Strom entziehen. Nee, dann wird es kein Ryu sein. Warte mal, ich nehme alles. Was haben wir denn jetzt bis jetzt gehabt? Wir haben doch hier Geisterorb und EMF 5. Da wäre ein Ryu oder Obake. So, und wenn du jetzt Ryu nimmst, der kommt gar nicht hin, was da an Gründung, Begründung steht. Aber Obake mit Strom und so weiter, wo du sagtest, da mit dem Strom. Ja. Und das wäre dann, Moment. Ja, Ultraviolett, EMF 5 und Geisterorb. Hm. Der macht ja dauernd jetzt hier die elektrischen Geräte an, ne? Eben, das kann nur der sein, weil Obake macht, der Ryu macht das nicht. Also, UV sagst du. Ja, also ich bleibe bei Obake. So, probieren wir es. Okay, habt ihr alle drin? Ja. Also es ist entweder Obake oder ein Ryu. Das kann ja nur einer von den beiden, ja. Ja. Aber ich sag mal Obake. Allein wegen dem Stromzeug, was er da entzieht und so. Mhm. Ach komm, Ryu. Kann doch nicht sein. Was soll denn der Scheiß? Hätte ich mal doch. Naja, ja, hätte Fahrrad gedacht. Nee, das ist für mich nicht, weiß ich nicht. Aber na gut, er war ja auch sehr, sehr aktiv gewesen. Tanglewood, Edfield und... Die gute alte Willow Street wieder nehmen? Ja, ne? Unsere drei Standardhäuser. Aber so einen hatten wir auch schon lange nicht mehr, ne? Der so aktiv ist. Ja. So ultramäßig aktiv und alles da angemacht hat, ausgeknipst hat und so. Und wie soll eigentlich der... Moin, ihr Landratten, lange nichts mehr von euch gehört. Ja, viel zu tun gehabt, ja. Und dann kam man nicht mehr dazu. Und dann das Wetter noch dabei. Und dann haben wir ja abends immer halt aufgezeichnet oder gestreamt. Das ist natürlich eher suboptimal. Aber heute haben wir doch mal ein bisschen mehr Zeit. Ja, weil das in der Wohnung geregnet hat. Ja. Oder die Sonne geschienen hat. Auf in die nächste Runde. Abfahrt. Ich komme da nicht drüber weg. Der war doch dann. Dieser Ryu hat doch gar nichts gehabt. Aber dieser Obake war doch mit dem Strom entziehen und. Ja, aber beim Ryu stand, dass er sehr viel mit elektrischen Geräten hantiert. Ach, der war das, nicht Obake. Ja. Nee, Ryu. Ah, dann habe ich mich vertan, verdammt nochmal. Wäre den Geist. Ja. Während einer Jagd mit Räucherwerk ab. Ja klar, der kommt auf mich zu und ich mir schieß ein Foto vom Geist. Dann soll ich dem Geist nochmal bitte lächeln und dann hau ich ab oder was? Stelle die Anwesenheit eines Geistes anhand einer Bewegungssensor fest. Was sind denn das für Aufträge? Ach, der alte Mann ist ja auch dabei. Das stimmt. Wer ist denn da? Engel. Anja. Ja. Hi Anja. Ich kann jetzt nicht. Ich kann leider nicht sehen, ob du da jetzt schreibst oder nicht. Ich weiß nicht, warum habe ich denn. Wieso habe ich das denn nicht da drin? Weiß ich nicht, warum du das nicht drin hast. Ja, den Chat meine ich von dir. Tja. Kann ich jetzt auch nicht machen. Habe ich keinen Bock drauf jetzt.
Auf geht's, Angriff. Angriff. Attacke. Halt mal die Lampe an. Oh, ein Zimmerservice. Oh, ist das schon wieder. Na, was soll denn das? Ah, der alte Mann ist auch dabei, ganz genau. Gib dir gleich, alter Mann, Fräulein. Bin noch Kraft. Auf in der Küche. Kraft in Saft, was willst du? Was ist mit Küche? Hier, Kobi, Küche, Skelett. Ja, warte mal, hier ist auch hier im Strom anmachen. So, Strom ist an. Oh, Skelett. Oh! In der Küche. Hier, Zweier zwischen Garage und Essecke. Ja. Und hier so ist ein Orb, hier wo ich stehe. Warte mal, erstmal gehe ich mal. Ah, ja. Also, danach, geh mal weg. Cam einmal kurz hier hin. So, ja. Alles klar. Also Beweise. Ich doch hier. Ach, das mache ich auch ein Foto. Dreier, hier Dreier, wo ich stehe. Wieder Dreier. So. Leg ich mal hier hin. Das mal da hinschmeißen, Stativ holen, dort. Was hat denn? War er wieder alleine? Überblick, regiert auf Einzelpersonen, Leute. Nancy Holland. Ja? Was? Nancy aus Holland? Nancy Holland. Ja, mach. Wo ist der? Einmal das. Ja, kann ich machen. Einmal das. Der Nancy, der Nancy aus Holland. Autsch. So. Wo bist du? Das blöde Telefon funktionierte nicht, Herr. Wo bist du? Schreib ins Buch. Er hat einen Dreier, Vorsicht, ihr Lieben. Ja, so ist halt Grobi, ne? Ach Gott. Ihm reicht nicht eins. Was denn? Ja, weißt du. Was hab ich denn schon wieder falsch gemacht hier? Du hast gesagt, das ist ein Dreier. Anja. Ja. Ist schon gut, ich sag da gar nichts mehr zu. Also ich hab aber nicht das gemeint, was du meinst, Anja. Ich hab EMF, das ist dieser Geistersignalverstärker, der dir angibt, wo der steht. Und da war der ist mit 5 Leuchtdioden ausgestattet und da haben 3 davon geleuchtet, also ist das schon in der Nähe. Der hat keinen flotten Dreier gemacht. Ey, dort ist ein Dot gewesen. Eindeutig, der ist hier so schön lang gegangen. Ja. Aber so weit von, während ihr mich hier im Stich lässt. Ich hau mich weg, ja, Liebelein. Wo ist denn jetzt der Ausgang, verdammt nochmal? Also dort und Orb haben wir schon mal. Aber der ist ja an mir vorbeigegangen hier, ganz lässig. Ganz, ganz entspannt. Ja, so richtig, ich geh mal einkaufen, weißt du? Gut, dann sind wir noch hier. So, dort UV mit Beweise. Warte mal, nimmt mal einer UV mit, er fässt hier alles an. Ja. Dort, und was war das andere nochmal? Orb. Ah, okay. Ach du Scheiße. Ja. Warum habt ihr ja mit? Checken wir mal aus, ob hier was UV-artiges irgendwo. Was haben wir denn nochmal hier? Wäre den Geist während einer Jagd, Räucherwerk? Wunderschönen Handabdruck an der Tür. Ja, ich komm. Also UV, dann ist es ein Bungee. Mein Gott, der geht so lahmarschig hier. Geht aber was schneller. Bungee. Ja, ich komm. Na komm. Da ist das ja wunderbar. Das ist doch sowas von wunderschöner, fetter Handabdruck. Oh, erledige ich Bungee. Ja, Bungee. Bungee. Tschö, Bungee. Hier schenke ich dir zum Geburtstag nachträglich. So. Bungee. Schnell raus hier, bevor ich Unterhose wechseln muss. Haha, ich häng gleich unterm Stuhl. Vor Lachen. So, ultraviolett, ein Bungee. So, Bungee. Was können wir noch machen? Stelle Anwesenheit mit einem Bewegungssensor fest. Ja, warte mal, da holen wir den Bewegungssensor, den setzen wir dann mal an. Wen haben wir denn da? Na, mich habt ihr da. Foto. Wer fragt denn das? Der Chat fragt. Ja, wen haben wir denn da? Ja, wen haben wir denn da? RCS.
Wie was? Wie war das bei? Wir sind leider gar nicht so Bewegungssensor ausgewandert. Ach, hast du schon reingebracht, ne? Ja. So, so ein Foto. Nehmen wir mal hier noch so eine Actioncam mit, ja? Falls er da auftaucht. Dann noch ein Foto gemacht. Grubilein, hast du auch deine Windeln an? Natürlich. Ich hab, nee, das Neue. Das, ich darf jetzt nicht den Namen sagen, das wäre dann Werbung. Da sind so zwei Frauen in der Werbung, die machen da ihren Aerobic und entspannen sich dabei und machen Pipi-Lose. Das ist so ekelhaft, die Werbung. Ich sag mal, das ist ne, so eine neue Unterhose, die es da gibt. Ich würde ja gerne den Namen sagen, weil das machen wir nicht. AFK, sagt sie. Ja, dann zieh mal das an, was ich gerade gesagt habe, altes Mädchen. So, Geisti, zeig dich mal. Huhu, wo bist du? Also, wir brauchen ja gar nicht nach Dots gucken und so, ne? Das hat sich alles erledigt. Haben wir vielleicht noch ein Foto. Ey, mir wird nicht mit Besteck rumgeschmissen, Spitzfoto. Ich hab aber, warte mal. Ja, ich mach mal Räucherding. Hast du Futterbrat dabei? Nein, ja, du sollst erst räuchern, wenn er in Dings ist, auf Jagd ist. Ja, das ist doch, der macht jetzt doch gerade Futter. Deswegen, ich komme jetzt rein. Hat sich zwar kurz gezeigt, aber nicht da, wo man ihn gesehen hat. Lalalala, lalalala. Das war ein bisschen am Räuchern hier. Oh. Rausräuchern die Bude hier. Ja, aber so. Aber ich glaube, jetzt können wir das mit dem Foto vergessen, wenn Grobi alles ausräuchert. Meinst du? Einzelperson. Ja, dann raus, lass David alleine hängen. Ja, David, du bist alleine. Jo. Was können wir machen? Aber da, jetzt kommt da, jetzt haben wir 5. Gesamtaktivität ist 5, David, vorsichtig, halt die Kamera bereit. Ab, ohne und... Könnte wieder mit auf See fahren mit euch, aber ohne die Sandschwimmerin zu machen. Ach, alles klar. Ja, das ist... Nico? Nein. Ich gerade keinen... Wie heißt sie? Ist ein Foto vom Geist. Aber warte mal, wir haben den auf jeden Fall, ne? Jo. Angie. Drauf geschissen auf die. Wollte ich gerade sagen. Mit drauf. Sachen da. Habt ihr alles? Warte. Ja. Das war daran, dass man schon lange nicht mehr online war. So. Kann man das ja auch nicht mehr. So, habt ihr alle eingetragen? Jo. Anna? Jo. Ja, da hab ich jetzt. Da kann man also auch nicht mehr alles. In Erinnerung haben. Ne? Sandra? Meinst du, wir sollten noch einen machen? Ja. Ja, ne? Heute machen wir mal 4. Aber Banji, jawohl. Ja, gut. Machen wir noch einen, komm. Sind wir mal nicht so, ne? Ja, sonst haben wir immer nur 3 gemacht. Heute machen wir mal 4. Parabolmikrofon, akzeptieren, neu. Weil wir gute Laune haben. Ich bin jetzt 31 Level. Ja, schön. Ja. So, dann machen wir hier die Willow Street. Nee, ich komm nicht auf meine 3000, ne? Meine Güte, das ist doch so ein Scheiß, was die da gemacht haben. Wheatgreave Road oder sowas. Ja. Rüstung. Speicherwerk. Parabol. Salz. Ja, immer schon mal das Standardgeräte mit rein. Parabol brauchen wir nur einen. Videokamera, das dauert ja noch. Stativ, Penalty, haben wir alle 4. Das will auch noch dauern. Ja. Fotoapparat ist da, Bewegungssensor. Nochmal 2, Zünder haben auch 2. Feuerlicht 2. Videokamera haben wir auch 2. Thermometer 2. Geisterbuch, dann nehmen wir das moderne. EMF-Messgerät brauche ich nicht mehr, hast du ja schon drin. Ach, das habe ich hier. So. So. Alles drin. Dann geht's los. Rightview Court. Geister sind dafür bekannt, auch jene anzugreifen, die zu lange im Licht stehen. Aha. Oh. Im Licht der Dunkelheit oder wie auch immer. Stelle die Anwesenheit eines Geistes anhand einer Bewegungssensor fest. Schieß ein Foto vom Geist, werde Zeuge. Was ist schon wieder das Gleiche? Was ist denn los?
Haben wir da vorhin auch gehabt. Und davor auch. Sana, genau. Jetzt, irgendwas mit S war es, das wusste ich. Kenn ich nicht, aber trotzdem, schöne Grüße. Doch, kennst du Kruppi? Ja. Sana kennst du. Ach, die Sana! Ja. Die haben wir auch schon lange nicht mehr gehört. Nö. Die waren ja auch schon lange nicht mehr live. Hallo gewesen, Sana! Da wird man Zeit, dass du mal wieder was tust hier. Man sieht dich ja gar nicht mehr. Hat dich auch gerade gefragt, ob wir SOT spielen wieder. Im Moment nicht, weil ich SOT ein bisschen dämlich finde, wegen die ganzen Walt Disney-Shit, was da drin ist. Die ganzen Monster da, diese, weiß ich nicht, damals noch vor 3 Jahren oder was, oder vor 4 Jahren, da war noch das Sea of Thieves interessant. Da hat man zwar auch gegen Geister gekämpft, aber nicht gegen die Walt Disney-Klocken da, das ist so ekelhaft geworden. Sicher bleibt das immer noch unser super Spiel, ne, David? Jo. Wir werden halt auch wieder übertrieben. Ja, die übertreiben das da. Wir werden wohl weiterspielen, natürlich. Wir werden auch wieder eine Zeit lang wieder draufkommen mit Sea of Thieves, aber jetzt im Moment, ich bin da ein bisschen bedient. Wenn ich sehe, was da rumläuft, so Blitzdame, so ein Frosch, was da rumhüpft, oder so ein Fetti wie David, der im Stand da rumbruddeln, da habe ich keinen Bock drauf, sag ich dir ganz ehrlich. Da Er ist hier oben im Bad. Okay, ich komme. Er meint, ich bin so einer hier, weißt du, so ein... Ich bin ein Geist. Oh, ich habe einen Zweier. Er hat die Dusche angemacht. Ja, aber... Und ich habe einen Zweier EMF. Aber ich bin lieber der hier, so. Achso, der ist oben, ne? Brauche ich ja gerade nicht unten. Nein. Pass auf, die Kamera kannst du hier hinten am Waschbecken hinstellen. Guck mal hier stellst du dich hin, hier am Waschbecken. Genau, aber die ballert er doch dann wahrscheinlich eher runter. Ich hab hier gerade einen Zweier gehabt. So, jetzt mal gucken, ob hier überhaupt was ist. Okay. Aber also, kann ja nur sein, dass er hier das Bad für die Aktion genommen hat. Na gut, das kann natürlich sein. Also langsam kommen die ganzen alten YouTuber wieder zum Vorschein hier. Was hab mir jetzt für die PS5 geholt? Kommt der mit dem Sand von 2019? Was von dem Stand von 2019 weitermachen? Was? Wie soll ich das verstehen? Das schon so lange her wieder? Stand von 2019? Ach, wo sie letztes Mal gespielt hat oder was? Ich kann leider jetzt den Chat nicht lesen, weil irgendwie habe ich das da. Sind Sie Mr. Stern? Fragezeichen? Nö. Wer ist denn Mr. Stern? Nein. Aber ich bin der da steht. Ich blick da jetzt gar nicht mehr durch. Was ist denn hier los, Leute? Wer labert denn da mit Sterne und nicht Sterne? Der Chat, oder Chat? Was? Der Chat. Ja, wie kommt ihr denn auf. Oh, wow. Zweier. Ja, hat ein Telefon geklingelt. Gesungen. Ja. Keine Ahnung. Hier, im Kinderzimmer, Schlafzimmer, hier. Kinderschlafzimmer? Hier, Schlafzimmer. Ich leg das Ding jetzt, das nervt doch ein bisschen. Jetzt zumindest. Oh. Naja, ist bei Dana. Danke. Och, Mann, ey. Okay, ich hab Dana beim Sterben gefilmt. Oh, wie nicht mal im Schlafzimmer ist. Was? Er ist im Bad. Direkt hier im Bad gespawnt, aber es kann natürlich auch ein Zwilling sein. Wollte gerade sagen, ey. Er hat nämlich schwarzes Wasser gemacht. Oh. Ah, da. Ja, wunderbar. Ja, und du sagst, er ist im Schlafzimmer. Hm? Ja, der war auch gerade. Da hat das EMF hat da ausgeschlagen, Dana. Der Mr. Stern hat mal bei einer Wurfmesser-Challenge mitgemacht. Nee, ich habe bei keiner Wurfmesser-Challenge mitgemacht. Da wüsste ich aber auch was von. Ja. Geh mal runter, ich hole noch mal. Hast du Kamera da? Ja, die habe ich jetzt erstmal hier kurz hingestellt. Oh, geht's denn jetzt wieder hier runter jetzt? Ah, ja. Bist du hier in diesem Raum? Rede mit uns. Ja, okay, schmeiß die Kamera runter, du Geist. Ehrlich? Schreib in das scheiß Buch, wenn du nicht gefilmt werden willst. Arschloch. Hä, wieso komme ich hier nicht mal raus? Au! So. Oh, nix haben wir gehört, blöder Geist. Schieß ein Geist. Das Buch oder...
Schieß ein. Lass es bleiben. Das ist nichts. Ne? Stell die Anwesenheit eines Geistes. Wir haben doch hier Werdezeuge eines Geistereignisses. Ja. War nichts da. Ich schau mal dort. Außer Temperatur. Oh Gott. Was? Wo ist denn die Kamera? Die steht scheiße. Mist. Hat diesmal nicht geklappt, sich hinter der Tür zu verstecken. Ja, Kobi, der Alleingänger heute hier. Wie, hat er dich schon wieder gepackt, oder was? Ja. Kannst du denn nicht auf dich aufpassen? Ja, aber Mr. Stern hatte das. Was hatte das? Das war vorher anders. Was hatte das? Das war vorher anders. Das hat er dreckig gemacht. Er werde ein paar Überreste bekommen. Ja, Kobi Alleingänger. Was hatten wir bis jetzt alles? Gab gar nichts, ne? Nö. Echt jetzt? Alter, das ist so absolut gar nichts. Ja, Kobi. Der ist gerade so aggressiv hier wieder. Kein Orb, kein Dings, kein Bums, kein. Man konnte ja schon wieder gar nichts machen. Also. Weil man sich schon wieder viel zu viel um andere Sachen. Ja. Er hat es. Naja, ja. Kobi ist drin. Wo läuft er hin? Da läuft er lang. Stöhnt er hier die Treppen runter? Stöhnt Richtung Keller? Richtung Keller, der ist bei mir auf der Toilette! Oh Gott, ey, hab ich mich erschrocken. Wie kommt der denn da hin? Wie hieß er denn noch, der das... Der weiß, wo man ist, obwohl man sich versteckt. Ich hab mich versteckt und hab nichts mehr gemacht. Also ich jetzt hab mich an den raus. Dämon, na klar. Dämon weiß. Ah, das gibt's doch gar nichts, kriegen wir hier. Geister. Abzüge kriegen wir höchstens. Ach, das ist doch scheiße. Diesmal war das wirklich. Warum denn jetzt, weil ihr euch um den blöden Scheiß hier alles kümmert hier? Nö. Ja, weil es das vierte Spiel war und das vierte Spiel macht. Weil das vierte Spiel war. Naja, das hat damit nichts zu tun. Konzentriert euch auf das Spiel und nicht auf den Chat. So, das war's, ihr Lieben. Ich würde mal sagen, wir waren trotzdem dreimal super, einmal scheiße, aber scheißegal. Aber bei den letzten, da ist auf einmal der Chat voll geworden. Da fangen wir mit Fragen, mit Sterne an und irgendwelche Challenge, die er noch nie gemacht hat. Trotzdem viele Grüße und schau auch mal beim David. Ach, du bist ja beim David drin. Nee, ich bin ja da. So, wie gesagt, ich würde mal sagen, ein Abo wäre nicht schlecht. Daumen nach oben wäre mir recht. Daumen nach unten. Ihr kennt mich, ein Feedback in die Kommentare. Man kann ja nur besser werden. Und dann in diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Bis dann. Ja, das ist ja so. Gott, nee. Ja, so soll es gewesen sein. Auch ein Geist muss mal, das stimmt. Auch ein Geist muss mal cheaten. Aber er hat nicht gesehen, dass Grobi schon auf Toilette war. Naja, so ist das manchmal. So, ich hoffe, euch hat das mal wieder Spaß gemacht und habt mich mal wieder gesehen. Ganze 55 Minuten, sage ich mal, bis ich fertig bin, sind es 55 Minuten. Mit meiner neuen Face-ID-Cam-Gedönses werde ich noch ein bisschen rumspielen. Da muss ich mich dran gewöhnen. Was da noch so ist, ne? So, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao. Und tschüss. So ein Scheiß, sag ich dir. Ich hab mich so erschrocken. Ich hab gedacht, ich werde entkommen und kann schön auf Toilette mich verstecken. Ah. Ja, wer hat denn gesagt, dass er ne, im Schlafzimmer ist und dann stand er neben mir? Danke. Ja, aber Aufnahme beenden. Muss ich ja jetzt erstmal. Ich noch nicht beendet. Entschuldigung, Leute. Ciao, ciao.